Knackerklasse am 14. Schule Knackerkart 2024. Hinterm Club ist gezackert. Das ist ganz knapp gewesen, aber ihr mit eurer Spitzenperformance, ihr kriegt ja bestimmt noch einen Spezialpokal. Ihr möchtet einer von euch die Rückung entgegennehmen, die wir hier so wirklich schön gemacht haben. Muss ich sagen. Hinterm Club ist gezackert. Ein bisschen Erfolg. Ohne Zunge. Ja, ich weiß. Ohne Zunge. Der Block ist gegangen. Das war doch Sabotage, oder? Hier ist doch auch jeder in die Hacke, in die Rollen, abschütteln. Alles gut. Alles. Wir haben ja zwei, weil Fahrer und Beifahrer hinter dem Block ist gezeigt. Ihr hättet noch eine. Hier, bitte mal her. Jawohl, darfst du auspacken. Ha! Servus! René! Dankeschön, guck mal hier. Warte, Händelchen. Genau, vielen Dank. Ja, perfekt. Erster Platz, und so wirklich zweiter. Gegen uns hätten wir auch gewonnen. Marianne Peter und Königin Hackler. Hey! Mann, super. War wirklich ein super Raum. Achso, ich muss das dann abgeben. Ich brenne mich so ungern. Habt ihr gut gemacht, hier unsere lokalen Matadore. So, das war die Ackerklasse. Jetzt fehlt ja die Sportklasse. Die Tanja ist im Abbau der Rennstrecke. Vielleicht bleiben die Weine noch da. Nur so ein Tipp. Peter Platz, Leoni, ich kann dir jetzt erstmal nur gratulieren, Urkunde, wenn du noch Zeit hast, warte gerne noch ein bisschen, ansonsten reichen wir die nach. Wir haben unseren Frank Schrepper, der Beifahrer, aus dem Osten mit dem Zug angereist. Wie lange? 10 Stunden. 10 Stunden für hierher zu kommen. Er war auch letztes Jahr, also das ist schon enorm. Jawohl. Einmal umdrehen bitte. Einmal Foto machen. Einmal danke. Also, bis nachher dann nochmal. Platz 3 ist Dexheimer Dr. Loco. Philipp Schindel und der Victor Gimene. Ja, da steht leider nicht vollständig ausgeschrieben drauf, aber das steht auf der Urkunde. Seid ihr noch da? Zweiter Platz in der Sportklasse. Gewaltochse 251. Gewaltochse. Jawohl. Elias Gysi und der Lennart Böser. Der ist schon daheim. Wer? Der Böser. Na, dann gratuliere ich dir. Also Urkunde kriegst du noch. Ja, wie gesagt, wir müssen das ein bisschen umstrukturieren. Also. Pokal. Warte mal, wer kriegt da hier? Dexheimer Doktor, ja. Der kriegt ja auch noch einen Bademantel, den haben wir jetzt vergessen. Ah, den müssen wir nachschicken, der war ja nicht da. Hey. Dein Pokal. Ja.
Machst du noch mal ein kleines Foto? Ja, danke. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, das ist Zweitag Racing Gipsheim 2.0. Ah, Tom ist verwandt, André, bleibst du noch da. Ja, da kannst du auch ein bisschen. Ja, ich habe Party gestanden. So. Ich danke dir. Ja, komm. Also, warte hier so, dass man noch lesen kann, vielleicht. Ja, danke. Supersport. Supersport waren schon deutlich mehr Teilnehmer. So, jetzt muss ich das hier mal bis zu. Ungewertet. Genau. 10. Dann wird's mit. Oder wollen wir das ungewertet? Es ist für meine Platz hier. Ernstburg heißt Platz 10. Der Tipp Pfeiffer und der Daniel Ehrlich. Sind Sie noch da, Joel? Nee. Landsbockheizer. Also, ich glaube, wie knapp die Kunden kommen noch. Ansonsten. Unser Landsbocksmann. Die Bauernbude. Hupe. Bauernbude muss das heißen. Startnummer 307, 9. Platz, Luis Wagner, Johann Acker. Nimmst du mit? Aber ich kommuniziere das dann mit. Gerne, schreib dir dann. Okay, danke. 8. Platz. Schauen wir mal, was wird. Marcel Renner und Niklas Amaro. 8. Platz. Das steht hier. 7. Platz, B34 Supersport. Tobias Andrea und Elias Giesi. 6. Die Sprecher vom Sprachbüro. Mika Stauder und Lukas Stauder. Fünfter Platz. MBM Müller Push Motorsport. Da seid ihr gleich hier. Sehr. Der Maurice, Nachname, ich kann es nicht wissen. Maurice, ja, genau. Müller und der Mika Stauder. Ja, der Lesekarte. Danke. Danke euch. Bitte. Gerhard. Ganz klare Sache. Gerhard. Team Gerhard. Das war ein besonders toller Anblick. Was die Dinger auch raushalten können, gell? Das ist ein Halt, wir brauchen hier ganz kurz nochmal. Foto von dir. Ja, die Anale. Danke. So, das müsst ihr jetzt dann. 4, 3 kommt jetzt. 3. und somit ein Pokal. Somit auch ein Bademantel, also sprich ein Superman Cake. Und er bleibt im Dorf. Schollknacker Revolution, Marell Peter und der Marius. Hey, wie der Anon Mann, siehst du? Das sind die Helden. Wenn ihr jetzt zusammen in die Sauna geht.
Aber egal, das machen die heute bestimmt. Ja, nee. 2. 1. Ah, ich sehe schon. Ich sehe. Ja, ja, ja. Zeiten habe ich keine. Ich habe nur dementsprechend Platzierung und die Ansagen. Ja. Also Platz 2 ist Pornokops Eigentum. Die sind noch da. Das Team Pornokops Eigentum. Das heißt mit und Norbert Schmidt. Für den rheinhessischen Raum. Ich bin gut, aber als somit Gewinner dies Jahr in der Supersportklasse, das A-Team. René Memminger und Tobias Knecht. Genau, das war Supersport. Wo sind die Jungs noch? Die habe ich eben gesehen, der René. Der Held kommt fertig. Sieht besonders schön aus, wenn du einen Kuchen rasieren bist. Der ist wieder oben rausgucken. Und wir müssen gucken. Komm mal, komm mal, komm mal, komm mal. Offen. Offen gibt es einen ungewerteten. Das ist das Retzenhand Performance Center, der André Schrader. Andreas Schrader. Und der Max Keller. Ja, das ist die offene Klasse, ja. Und dann gibt es den Platz 4 in der offenen. Das sind die Fremdmotoren auf ungefederten Vorderachsen. Das ist auf dem vierten Platz. Feldwegpiloten, Patrick Memminger und der René Memminger. Vierte war das, ja? Gut, alles klar. Dann erstmal Daniel. Dritte. Diakriana. Dominik Köster, Moritz Pfeil. Dritter Platz. Diakriana. Jetzt habe ich auch das passende Gesicht dazu. Jawohl. Dritter Platz und somit auch ein Gewinner des Pokals, des so begehrten Pokals. Ja, der passt ja mit Pulli, mit Jacke, mit allem dann da. Dritter Platz, jawohl. Danke euch. Zweiter Platz und somit wieder mal nicht erster, aber sehr, sehr dicht dran. Zweiter Platz in der offenen Klasse. My Dirty Hobby A-Team, René Memminger, Timo Schenk. Ich danke euch. So, was das natürlich dann ausmacht, ist klar, erster Platz in dieser Kategorie offen. Bretzenheimer Asphalt gegen André Kretzelius und Andreas Stauder. Genau, sieben Abend. Kannst du nachher irgendwie wieder nachdenken, wenn du das sonst was? André, dreh dich mal um. Mach doch mal ein schönes Bild, das bringt mir was her. Dreh dich mal um. So, das war. Warte, dann muss meine Kunde auch noch.
die offene Klasse. Jetzt die große, die Prototypenklasse. Jetzt muss ich ab. So, da gab es neun Starter. Neunter Platz, B34 Prototypen, Florian Andrea und Tobias Andrea. Sechs. Wird ihm nicht schmecken, ist aber so. Amboss Ryder, Raimund Oppenheimer und der Philipp Schindel auf der Gesamtplatzierung 6 gelandet. Alles schon gut. Unser Senior, aber das heißt nicht, dass er weniger schnell ist. Normalerweise ganz weit vorne, aber hier haben wir halt auch Möglichkeiten für Patzer oder Platz 5. Haben wir hier. Oh ja, das bleibt der fast in der Familie. Welding Pro, Mike Oppenheimer und der Philipp Schindel. Ist der Sohnemann der Mike? Ist schon heim. Okay. Platz 4, Hamburger Dreckschaufel, der zweite Pascal Spieler, Norman Schütz. Pascal hat man heute schon mal gesehen, jawohl. Hast du schon dein Cake abgelegt? Abgefahren und wir haben sie sehr scharf bewertet. Danke. Somit in den dritten Platz oder auf den dritten Platz abgefahren der Hamburger Dreckschaufel 1. Durch Kevin und der Dominik Stör. Kevin Schubert und Dominik Stör. Dritter Platz. Dem passt der Wandel auch bestimmt gut, dem Kevin. Ui, das ist ja mal eine Sache hier. Guckt mal einer an. Ah ja. Herzlich willkommen. Zwei, ja? Wir sind jetzt auf Platz 2 und danach kommt Platz 1. Also das eine freut das andere leid. Platz 2, aber dennoch gekämpft wie ein großer Aglia Youngstars. Trainer von der Renner Memminger. Gut wenig. Auf Platz 2 in der Prototypenklasse. Und da, so muss man sagen. Lange nicht mehr gesehen und doch gleich erkannt. He? Was seid ihr so schöne Kerle? Einwandfrei. Guck mal hier, wieder nochmal. Was? Zusammen. He? Hallo, Platz 2, damit man es auch gleich noch ein bisschen sehen kann. Und der erste Woche ist, das war eine totale Überraschung. Ja, total. Ja, Platz 1. Ja, Platz 1 ist ja dann, wenn nicht alles schieflaufen ist, dann ist es auf jeden Fall auch berechtigt. Und das war auch vorher angesagt, würde ich mal so sagen. Also ich habe schon so die Vermutung geäußert, der Lauf war wirklich spitzenmäßig. Steintulpenhofstätte. Timo Steinbacher, der Julian Sofnier. Die Kameraden in dem blutschwarzen Gefährt. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Kannst du bei euch auf der Karte auch anziehen, wenn es wieder so weit ist? Weil ich sehe es gerade. Ja, hier. Erstes Augustwochenende sind wir in Hofstetten seit 1983. Haha, das muss man erstmal machen. Wir haben das 14. Rennen auf dem Mobil und wir sind schon stark belastet. Aber hier sind ja Generationen ja schon am Start. Ja, habt ihr nicht dieses Jahr, also dieses Jubiläum auch? Ja, dieses Jahr. Also wir haben dieses Jahr. Genau, 40 Jahre Felsenrennen, also 40. Felsenrennen in Hofstetten und 60 Jahre Kerlverein zu Leo. Jetzt mal beide Scheide
Überraschung kommt vorbei. Genau so ist es, da sind wir nämlich auf jeden Fall auch. Macht mal bitte ein Foto, ihr Lieben, die Helden vom Feld. Erster Platz hier, die Prototypenklasse. Ganz herzlichen Dank an alle Fahrer. Ja, die Kinder. Ach, hab ich was vergessen? Kinder, es war ein Kinderteam da. Und die haben so stark gekämpft, dass auch gerade gewonnen habe. Und Tanjas Sohn und mein Sohn und der meiner Frau natürlich. Meine Frau Dagny da drinnen. Ja, nur mal so, der Erwähnung ist ja nicht. So, was ist los? Ausrüsten, hier vorne hinstellen, da hingucken. Jawohl, und ein Totalansatz. Karl auf der Fräse aktiv sein, die zwei, ich weiß nicht, was heute Abend mehr im Traum vorkommt, Süßigkeiten oder doch das Rennen. Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Ihr seid doch bestimmt nächstes Jahr wieder aktiv, oder? Warte. Sag mal. Wir sind. Ja, ich will. Alles klar, okay. Vielen Dank. Auch dann, Abflug. Gehen wir in die Verlosung weiter.